Daniela und ich, wir wünschen euch ein frohes, gesegnetes neues Jahr. Ja, wir haben den 6. Januar, aber das ist das erste Mal im neuen Jahr, dass wir predigen, dass wir ein Video auf YouTube veröffentlichen. Und eigentlich ist es nie zu spät, zu Menschen, die man vorher noch nicht gesehen hat, zu sagen, hey, ich wünsche dir ein gesegnetes neues Jahr. Und das ist, was ich euch wünsche, zusammen mit Daniela, ein gesegnetes neues Jahr. Und bevor ich anfange zu predigen, möchte ich für euch beten, dass ihr ein besonderes Jahr habt, ein Jahr, das euch einfach viel mehr bringt als das letzte Jahr. Für Daniela und für mich persönlich war 2018 ein besonderes Jahr. Wir haben geheiratet, wir haben eine tolle Hochzeit gehabt. Wir haben tolle Freunde um uns herum gehabt. Wir haben wirklich eine wunderbare Zeit gehabt. Aber natürlich gab es auch in 2018 Zeiten, die nicht so toll waren. Aber was wir sehen konnten, war in dieser Zeit, dass Gott immer da war. Gerade dann, wenn es nicht besonders ging, war Gott da. Und wir wissen, dass 2018 ein tolles Jahr für uns war. Aber wir wissen auch, 2019 ist ein Jahr, wo wir mehr bekommen. Und das ist, was so wichtig ist, dass wir einfach von Gott mehr erwarten können. Gott möchte uns mehr geben. Und das ist, wofür ich jetzt für euch beten möchte. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der zuhört. Danke, Vater, dass ich für jeden Einzelnen jetzt beten darf. Persönlich für jeden Einzelnen beten darf. Für einen tolles 2019, für ein neues Jahr voller Gesundheit, voller Zufriedenheit, voller Glück, voller Erkenntnis. Danke, Vater, dass 2019 ein Jahr sein wird, wo die Veränderungen, die in diesem neuen Jahr eintreten, dass sie zum Besten für jeden Einzelnen ist. Ich danke, dass 2019 aber auch ein Jahr sein wird, wo die, die dich gerade noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen dürfen, dass sie ihr Herz für dich öffnen können. Ich danke, dass 2019 auch ein Jahr sein wird, wo jeder Einzelne eine tiefere, engere Beziehung zu dir führen kann. Und ich danke dir, Vater, dass jeder Einzelne deine Liebe einfach erfahren kann, deine Versorgung sehen kann. Und ich danke, dass 2019 für jeden Einzelnen ein wirklich tolles Jahr sein wird. Und ich danke dir, dass du, Vater, mir jetzt hilfst, die richtigen Worte zu finden. Danke, Heiliger Geist, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, dass ich die richtigen Worte ausspreche. Und ich sage das alles im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ein neues Jahr. Und ja, heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das die meisten kennen. Fasten. Wir feiern Karneval und nach Karneval beginnt die Fastenzeit. Fastenzeit ist eine Zeit, die ausgerufen wird. Fastenzeit ist eine Zeit, die ich selber bestimme. Und dann gibt es verschiedene Gründe, warum faste ich. Es gibt religiöse Gründe. Es gibt Grund, warum ich faste, ist, dass ich abnehmen möchte. Manche fasten einfach, um ihren Körper zu entgiften. Manche fasten einfach auch nur, weil andere Menschen fasten und die wollen einfach ein Teil davon sein. Aber es gibt auch Menschen, die fasten aus einem nicht religiösen Grund, nicht um den Körper zu entgiften, nicht um abzunehmen, sondern sie fasten, weil sie näher zu Gott kommen möchten. Sie möchten einfach mehr von Gott erfahren. Sie möchten mehr und tiefer in die Beziehung zu Gott kommen. Das ist, was ich versuche euch in den nächsten Minuten einfach näher zu bringen. Was oder warum ist Fasten so wichtig? In Lukas 4, Vers 1 bis 2 können wir lesen, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht.
Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Ja, wir müssen wissen, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde im Jordan und der Heilige Geist kam sofort auf ihn herab. Und kurze Zeit später hat der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt zum Fasten. Aber warum? Warum zum Fasten? Und dann 40 Tage. Und in Matthäus 4, Vers 2 können wir lesen, dass Jesus 40 Tage und 40 Nächte fastete. Ja, hier wird es nochmal klar oder tiefer erklärt, warum oder wie lange Jesus fastete. Ich sagte schon, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Menschen fasten. Aber Fasten bedeutet für uns als Gläubige an Jesus Christus einfach, dass wir tiefer zu Gott kommen können, eine innere Beziehung zu Jesus, zu Gott aufbauen können, dass wir eine tiefere Beziehung zu ihm haben können, um ihn besser zu verstehen, um Antworten zu bekommen, aber um Heilung zu bekommen. Und ich hoffe, dass ich das wirklich in den nächsten Minuten so klar machen kann. Denn wenn Jesus 40 Tage und 40 Nächte nichts aß, können wir lesen, dass er aber auch in dieser Zeit vom Teufel versucht wurde. Und wir wissen alle, wenn wir fasten, gerade am Anfang der Fastenzeit, fällt es uns schwer. Hunger treibt uns. Wir fühlen uns schlapp, wir fühlen uns nicht wohl. Manchmal Kopfschmerzen, was auch immer. Und das sind auch einfach Anzeichen vom Körper, der sich dagegen wehrt. Der möchte einfach Nahrung haben. Und genau in dieser Zeit hat der Teufel Jesus versucht, 40 Tage lang und 40 Nächte. Aber Jesus war stark. Warum? Und woher weiß ich das? Wir können es lesen in Joel 2, Vers 12. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Bekehrt euch zu mir mit ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Was bedeutet das mit Fasten, Weinen und Klagen? Gott macht dir klar, hey, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du ein Problem hast, wenn es dir so schlecht geht, dass du nur noch weinen möchtest, komm zu mir. Wenn dein Leben gerade nicht toll läuft und du nur noch Klagen hast, hey, Gott sagt, komm zu mir, komm zu mir. Aber komm zu mir auch, indem du fastest. Fasten ist etwas Besonderes, etwas Wichtiges, etwas Gutes. Apostelgeschichte 14, 23. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an den Gläubigen, an den gläubig geworden waren. Die Jünger fasteten, weil sie eine Antwort von Gott haben wollten. Sie wollten näher zu Gott kommen, sie wollten einfach ihre Ohren einfach sensibilisierter haben zu den Worten von Gottes. Psalm 35, 13. Ich aber zog einen Sack an, wenn sie krank waren, tat mir weh mit Fasten und betete immer wieder vom Herzen. Immer wieder vom Herzen mit Fasten und Beten. Hier wird beschrieben, dass man für Kranke beten und fasten kann. Es sehr, sehr eindeutig, was wir hier aussehen können. Alle dies, was in diesen Bibelversen steht, es geht um Demütigung. Es geht um eine demütige Haltung, wenn wir fasten. Fasten ist nicht einfach
ich esse nichts. Oder wenn, es gibt verschiedene Arten von Fasten, viele fasten, die schauen kein Fernsehen oder fassen eine Zeit lang ihr Telefon nicht an oder Internet-Tabu. Ja, es gibt verschiedene Arten von Fasten, aber alle Arten von Fasten haben immer eins als Hintergrund, eine demütige Haltung. Wir sehen immer wieder von Herzen, von Herzen. Joel, von ganzem Herzen mit Fasten im Psalm betete immer wieder, fastete und betete ich immer wieder von Herzen. Von Herzen ist eine demütige Haltung. Das ist eine Haltung, die ich Gott gegenüber einfach darlege und sage, hey Gott, ich tue das Ganze, um dich zu ehren. Ich mache das Ganze, um dir näher zu kommen. Hey Gott, ich brauche Antworten. Ja, ich darf fasten und sagen, Gott, ich erwarte etwas von dir. Darum geht es da auch. Darum geht es einfach. In Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 3 steht, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Wenn wir fasten, bekommen wir Antworten. Wir erhalten Antworten auf unsere Fragen. Und das ist toll. Und was heißt das? Ich bekomme im gleichen Moment auch Weisheit. Weil hier in Apostelgeschichte können wir lesen, sie wollten einfach wissen, hey, wen senden wir aus? Und der Heilige Geist sagte, hey, Barnabas und Paulus. Und sie fasteten und beteten nochmal für sie, damit sie mit Weisheit gesegnet werden. Esra 8,23. Also fasteten wir und erbaten und er erhörte uns. Bete und faste und Gott hörte dich. Aber weißt du, eigentlich glaube ich, es geht nicht darum, dass Gott uns Antworten gibt, dass er dann zu uns spricht. Ich glaube mehr, Gott spricht all die Zeit zu uns. Aber wir haben einfach, ja, wir sind zu beschäftigt, um ihn zu hören. Wir sind so beschäftigt in unserem Tun, dass Gott, ja, er spricht zu uns, aber seine Worte kommen einfach nicht zu uns. Sie gelangen nicht in unser Ohr, weil wir zu beschäftigt sind. Das heißt, Fastenzeit ist auch eine andere Zeit. Fastenzeit ist auch eine Zeit, wo wir runterkommen, wo wir ruhiger werden. Fastenzeit ist eine Zeit, wo ich gerade in der Zeit, wo ich nicht esse, ja, rechne mal Frühstück 20 Minuten, Mittagessen 20 Minuten, Abendessen 20 Minuten. Ich weiß, es ist ein bisschen wenig, Frühstück vielleicht nicht so viel, wie auch immer. Aber das ist eine Stunde. Das ist eine Stunde am Tag, die du mehr Zeit hast für Gott. Eine Stunde mehr, wo du Zeit mit Gott verbringen kannst. Eine Stunde Zeit mehr, wo du in der Bibel lesen kannst. Du kannst in der Bibel lesen. Du kannst studieren. Du kannst beten. Du kannst in Zungen reden. Du kannst Lobpreis machen. Aber das ist eine Stunde mehr für Gott. Und es sensibilisiert dich mehr, die Stimme Gottes zu hören, weil er spricht ständig zu uns. Das glaube ich. Und eigentlich weiß ich das auch. Ich weiß es. Ich weiß, dass Gott ständig zu uns spricht. Aber es liegt an uns, seine Stimme zu hören. Und all das zeigt uns, was Fasten bringt. Das ist übernatürliche Kräfte, weil je länger wir fasten, desto stärker wird unser Körper, komischerweise. Eigentlich sollte er schwächer werden, wir sollten mehr müde sein und sowas.
Aber je länger wir fasten, umso mehr Kräfte bekommen wir. Wir erlangen Weisheit. Wir bekommen Antworten auf Fragen. Und wir werden stärker im Glauben. Und das ist ein Grund, warum Jesus fastete. 40 Tage, 40 Nächte, um stärker zu werden. Und das ist ein Grund, ein ganz wichtiger Grund, warum er dem Teufel widerstehen konnte. Weil alles, was der Teufel versuchte, ihm zu geben, ja, er wollte ihm Brot geben, er wollte ihm das Reich dieser Erde geben, er sagte, hey, lass dich von der Kirchturmspitze oder vom Tempel runterfallen und die Engel, ja, die werden dich beschützen. Aber all dem konnte Jesus widerstehen durch das Fasten. Viele können es nicht verstehen, aber Fasten ist etwas, wo du wirklich stark wirst. Und das ist so wichtig. Und noch etwas ist wichtig. Viele sagen, ja, Jesus, hallo, wenn der das nicht schaffen kann, 40 Tage und Nächte zu fasten, wer soll es denn sonst schaffen? Er ist doch Gott. Aber wir müssen verstehen, als Jesus auf diese Welt kam, oder bevor er auf diese Welt kam, war er Gott. Aber als er auf diese Welt kam, war er ein Mensch. Er wurde von Maria geboren. Als Baby. Er kam als Baby auf diese Welt. Und er wuchs ganz genauso auf wie jeder Einzelne auf. Natürlich waren besondere Umstände einfach umherum. Aber er war ein Mensch. Und wir können lesen in Lukas 4, Vers 2 am Ende, und es hungerte ihn. Ein Gott hat keinen Grund zu hungern, aber Jesus hungerte. Er war hungrig. Etwas ganz Natürliches in der Fastenzeit und ganz besonders am Ende der Fastenzeit. Wir sind so froh, etwas essen zu können. Wir freuen uns darauf, essen zu können. Und das war dasselbe mit Jesus. Er freute sich darauf zu essen, weil er hungrig war. Und das zeigt, dass er ein Mensch war. Und das ist etwas anderes, ein anderer Gesichtspunkt. Nach der Fastenzeit wissen wir sehr oft mehr zu schätzen, was wir essen. Dass wir essen. Dass wir überhaupt essen können. Was wir haben. Weil wenn wir normal leben, essen ganz normal, sehr oft wir wissen es nicht zu schätzen, was jeden Tag auf dem Tisch kommt. Brötchen, Fleisch, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Obst. Wir wissen es sehr oft einfach nicht zu schätzen, aber nach der Fastenzeit bist du so dankbar dafür und du freust dich darauf ganz anders. Das ist ein anderer Grund, warum Fasten sehr wichtig ist. Um Gott zu danken, dass er jeden Tag uns diesen Tisch so reichlich deckt. Gott ist ein wunderbarer Gott. Er liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er ja, uns alles geben möchte. Er möchte uns alles geben und er gibt uns alles. Aber wir müssen ihm einfach auch den Raum geben. Weißt du, als ich in Südafrika war, im Bible College, habe ich öfters gefastet. Und es war so gut. Es war so toll. Es war immer eine wirklich besondere Zeit, weil gerade in Südafrika hat Gott so viel mit mir gearbeitet, hat meine Sorgen oder meine Gedanken so sehr verändert in positiver Weise. All meine Sorgen, die ich hatte, die Nöte, die ich hatte, hat er weggewischt. Fasten ist eine Zeit der Befreiung. Fasten ist eine Zeit, wo wir übernatürliche Dinge erleben. Wir erleben ja auch im normalen Leben mit Gott. Aber in der Fastenzeit ist es umso mehr. Gott hat so oft mit mir gesprochen, so oft in der Nacht geweckt. Gott hat mir Bibelverse gegeben. Gott hat
Ja, er hat dieses Projekt, was ich einfach schreiben musste für das Bible College, er hat dieses Projekt quasi geschrieben. Er hat mir so viel Eindrücke gegeben, so viel Input gegeben, dass ich schreiben konnte. Das war unglaublich. Ich habe in 2 Tagen habe ich ein ganzes Projekt geschrieben. Atemberaubend. Aber das ist einfach, wenn du mit Gott gehst. Und je tiefer du mit Gott gehst, desto mehr reichst du, desto mehr erfährst du. Jetzt gibt es Menschen, die fasten und die fasten und fasten und mir bekommen keine Antwort. Geht mir genauso. In meiner Fastenzeit bekomme ich in den seltensten Fällen sofort Antworten. Ich bekomme Antworten, aber nicht so reichlich. Daniela ist ja ganz anders. Daniela, die fängt an zu fasten und bumm, schon bekommt sie eine Antwort nach der anderen. Bei mir ist es meistens so, direkt nach dem Fasten, dann fängt die Zeit an, wo ich so viele Eindrücke bekomme, so viele Antworten von Gott bekomme. So, das heißt, nicht jeder bekommt sofort eine Antwort. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht bin ich einfach nicht von Anfang an so tief mit Gott verbunden, so tief im Fasten verbunden wie Daniela. Aber warum sage ich das? Ich möchte einfach, dass du nicht aufgibst. Dass du nach 2, 3 Tagen sagst, ja, okay, jetzt faste ich leide auch, ich bin hungrig. Gott, wo bist du? Wo sind deine Antworten? Ich denke, und das ist auch mein Problem, gerade am Anfang vom Fasten, mein Fokus ist nicht tief genug einfach auf Gott ausgerichtet. Es ist nicht Gott, der nicht zu uns spricht. Gott spricht halt immer zu uns. Aber wir müssen einfach, ja, wir müssen einfach sehen, hey, es liegt an uns, nicht an Gott. Und Gott hat unterschiedliche Wege, wie er mit uns spricht. Er spricht nicht immer zu uns. Manchmal gibt er Bibelverse, gibt er uns Eindrücke, gibt er uns Bilder. Lass einfach Gott wirken. Vertraue ihm. Und das ist das Wichtigste. Wir Christen, gerade wir Christen sollten Fasten als einen festen Bestandteil unseres Lebens nehmen. Fasten ist so wichtig für uns. Wenn ich sage, dass Fasten für uns Christen so wichtig ist und eigentlich ja mit das Wichtigste ist, müssen wir einfach verstehen, dass wenn wir fasten, dann können wir die Bibel einfach besser verstehen. Können einfach das Wort besser verstehen. Und das ist auch ein Grund. Wenn du Fragen hast in der Bibel, wenn du etwas liest, du kannst es nicht verstehen. Faste. Faste und du bekommst Antworten, die dir kein Pastor geben kann, die dir kein anderer geben kann, außer der Heilige Geist. Fasten ist so wichtig. Fasten ist ein Schlüssel. Ist ein Schlüssel für uns Christen. Fasten ist so wichtig. Aber wir müssen auch mit dem richtigen Herzen fasten. Fasten heißt nicht einfach zu sagen, ja, ich faste regelmäßig und hey, gerade bin ich am Fasten, aber oh, mir geht es eigentlich überhaupt nicht gut. Und weißt du, ich bin müde. Nein, ich faste gerade. Nein, ich kann nicht. Und da. Fassen ist das nicht. Schauen wir uns mal in Lukas 18 an. Die ganze Geschichte, die ich jetzt erzähle, kannst du in Lukas 18, 9 bis 14 lesen, aber ich möchte nur 2 Verse daraus vorlesen. Also, um das Ganze zu verstehen, lies einfach Lukas 18, Vers 9 bis 14. In Vers 12 können wir lesen: Ich fasse zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Im Vers 13 steht, der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Diese
Parabel sprach Jesus. Er machte damit deutlich, was es heißt, zu fasten. Fasten heißt, mit der richtigen Herzenseinstellung. Mit der richtigen Herzenseinstellung müssen wir fasten. Demütig. Es geht nicht darum, zu prahlen, hey, ich faste und sonstiges. Nein, es geht darum, einfach demütig zu sein und zu wissen, dass ich nicht für mich faste, dass es nicht für mich ist, es ist nicht meine Zeit, dass ich faste, es ist nicht, dass ich abnehme, es ist nicht, dass ich mein Körper entgiftet wird. Natürlich ist es schön, wenn ich Gewicht verliere. Natürlich ist es toll, im gleichen Moment, dass mein Körper entgiftet wird. Aber das ist doch nicht der Hauptgrund. Der Grund ist, dass ich zu Gott kommen möchte. Ich möchte Gott näher kommen. Und das ist, was so wichtig ist. Lass uns in Matthäus 6, Vers 6 bis 18 lesen. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, siehe, ihren Lohn haben sie schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dies vergelten. Jesus Worte, er sagt nicht, hey, ich kann nicht, ich bin so müde, ich bin so hungrig und dann kleide ich mich nicht vernünftig, ich wasche mich nicht, nur um zu zeigen, hey Leute, guck, was ich mache, ich faste, hey, ich faste und mir geht's ja so schlecht. Nein, Jesus sagt, zeig es denen heute nicht, benimm dich normal, kleide dich normal, wasche dich, tu dein Leben wie immer. Wie immer. Aber Gott, dein Vater, er sieht das. Du brauchst es den Menschen nicht zu sein. Den Menschen ist es manchmal sogar peinlich, wenn du sowas machst und sagst, guck mal der. Darum geht es nicht. Es geht nicht um, was die Menschen um dich herum denken. Oder dass sie müssen es nicht wissen, dass du fastest. Gott weiß es. Gott sieht es. Um Gott. Es geht doch um Gott. Und der gibt dir das, warum du fastest, was du brauchst, was du benötigst. Es geht um Gott. In allem geht es um Gott. Es geht um Demütigen. Es geht um das rechte Herz. Es geht um das, was wir wollen. Wir wollen eine Beziehung zu Gott haben. Und durch dieses Fasten wird deine Beziehung aufgebaut zu Gott. Deine Beziehung zu Gott wird sich komplett verändern. Deine Beziehung zu Gott wird inniger, fester, stärker. Und du wirst so etwas Neues erleben in deinem Leben. Ich möchte dir zum Ende die wichtigsten Punkte nennen, warum Fasten wichtig ist. Wir machen Fasten, Wie machst du ein Fasten? Fasten machst du mit einem offenen Herzen, indem du zu Gott betest, indem du Lobpreis machst zu Gott. Du lobpreist Gott und du setzt deinen Fokus auf Gott. Und das Allerwichtigste ist, mach es demütig. Sei demütig. Demütigkeit ist das Wichtigste eigentlich. Was immer wir machen, wenn wir es nicht mit einem demütigen Herzen, mit einem offenen Herzen machen, dann machen wir das nicht richtig. Dann ist es nicht richtig. Aber ich sage dir auch und ich verspreche dir auch, wenn du fastest und du machst es demütig mit einem offenen Herzen und setzt deinen Fokus auf Gott, betest zu ihm, sprichst in Zungen, ja, ich habe vergessen, sprich in Zungen zu Gott, lobpreise ihn,
dann erhältst du übernatürliche Kräfte. Übernatürliche Kräfte heißt einfach, dass diese Fastenzeit für dich übernatürlich wunderbar passiert, dass du dich nicht schlecht fühlst. Ja, am Anfang fühlst du dich einfach etwas schlechter, aber danach geht es besser. Du bekommst Kraft, übernatürliche Kräfte. Und danach, diese übernatürlichen Kräfte gehen nicht einfach weg. Du wirst sehen, was du alles tun kannst. Du hast übernatürliche Kraft. Du erhältst Weisheit. Und in deiner Weisheit wirst du wachsen. Das heißt, du kannst die Bibel einfach viel besser verstehen. Du gehst einfach geschlossener mit Gott und du hörst seine Stimme. Du kannst mit Menschen sprechen, kannst einfacher mit ihnen über Gott sprechen, über Jesus sprechen. Und es fällt dir so leicht einfach, weil du die Worte hörst, weil der Heilige Geist auch viel näher einfach für dich ist. Er ist da, er ist nahe zu dir, aber du spürst ihn einfach. Weil du seine Worte, weil du einfach ihn wahrnimmst. Du nimmst ihn wahr in diesem Moment. Mehr, intensiver. Du empfängst Heilung. Heilung in deinem Körper, Heilung in deinem Herzen. Du glaubst es nicht? Versuch es. Faste für deine Heilung. Und das sind diese übernatürlichen Kräfte. Heilung. Und du hast einfach ein besseres Verständnis vom Wort Gottes. Eine bessere Beziehung zu Gott. Und das ist, was ich an jedem von euch einfach wünsche. Dass, ja, dass Fastenzeit für dich einfach diese Zeit sein wird, wo du eine tiefere Beziehung zu Gott aufbauen kannst. Eine tiefere Beziehung. Lass uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke, dass Fastenzeit eine so tolle Zeit ist, dass es eine Zeit ist, wo wir einfach erkennen, wie wichtig du in unserem Leben bist, dass es uns viel klarer wird, wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns versorgst. Danke, Vater, dass in dieser Fastenzeit, dass wir ja so viele Antworten auf unsere Fragen bekommen. Danke, dass du in dieser Zeit unsere Ohren einfach noch mehr öffnest, sodass wir deine Stimme viel klarer, intensiver hören. Danke, Vater, dass wir unseren Fokus auf dich setzen können. Und danke, dass du dies einfach siehst und uns reichlich beschenkst. Danke dir, Vater, für diese Zeit. Und danke einfach, Vater, dass du uns so sehr liebst. In Jesu Namen. Amen. Wenn du fassen möchtest, mach es damit. Demütig, offenen Herzen. Setz deinen Fokus auf Gott. Und setz dich zusammen mit Gott. Durch Zungenreden, Lobpreis. Ja? Lies die Bibel. Das Wichtigste. Lies die Bibel. Amen. Amen.